Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge sind wir wieder beim Aladdi-Hafen angekommen und haben einige Quests erledigt, um uns die Zeit zu vertreiben und weil wir es können und so. Und ja, ich habe gesagt, dass ich nochmal nach Hamlet zurückgehe offscreen, um zu gucken, ob es da irgendwelche Nebenquests gibt. Das war nicht der Fall. Allerdings wurde ich direkt mit einer Zwischensequenz begrüßt, als ich da reingegangen bin, die ich sofort übersprungen habe. Und jetzt gucken wir die uns erstmal gemeinsam an. I can't believe soldiers would come here. I knew we should have never kept that strange girl here. No child that age should be able to use spirit arts like that. It's not normal. It doesn't matter. We couldn't refuse Chief Zhao's requests after he forgave our tribute debts during the famine. That may be, but he's an outsider too. They're nothing but trouble. Don't you remember when they stole our prized napples and porringes? And to add insult to injury, we found out they were growing them outside without our permission. Our ancestors built this village from nothing, without help from anybody else. The only people we can trust are each other. Exactly right. Elise, you shouldn't listen to them. Why? Those were their true feelings. But that lady used to add an egg in my porridge. And that man patched up the holes in the shed that we stayed in. I think you could count those as their true feelings, too. Agreed. If they didn't truly believe in helping others, it would be difficult for them to survive way out here. Then why did they chase Elise out? Sometimes you have to cut off outsiders to protect the people on the inside. Staying alive isn't always pretty. It's a matter of priorities, I suppose. Dann würde ich gerne mal wissen, was sie überhaupt getan hat. Ereignisliste aktualisieren. Ja. Menschen aus Hamel. Die denken. Also. So. Und ich habe mich hier gründlich umgeguckt. Wie gesagt, die Szene habe ich übersprungen. Und ich habe mich gründlich hier umgeschaut, was es hier noch gibt. Und zwei Sachen sind mir noch aufgefallen. Eine. Naja. Ich weiß nicht, ob das gescriptet ist oder so. Aber als ich hier hingegangen bin, nochmal um mich hier umgeguckt habe, ist ein Skit aufgetaucht. Ich hoffe, er taucht jetzt nochmal auf. Aber anscheinend nicht. Wenn es halt nicht gescriptet, dann ist er wahrscheinlich irgendwie zeitbedingt oder so. Keine Ahnung. So, aber es gibt noch hier was in der Hütte von Elise und Tippo. Ja. Ich darf Tippo nicht vergessen, ne? Ihn gibt es ja auch noch. Ja, meine Augen sehen immer auf Elise, deswegen weiß ich nicht. So. Nämlich, hier unten gibt es Folgendes. Look at all these barrels. Hey, don't drink from those! They're full of strange juice that makes you dizzy. So, hier können wir nämlich prüfen und dann finden wir eine Porange. Ja, und das ist das Quest-Item, was wir brauchen für diesen Typen aus dem Aladdi-Hafen. Und das war es eigentlich noch in diesem Dorf. Aber, jetzt wird es richtig toll erstmal. Ich, als ich mich hier umgeguckt habe und die Porange gefunden habe, bin ich nochmal zum Dorf Niakera gegangen, was richtig ätzend war. Und da gab es keine Quest zu erledigen, aber eine Cutscene gab es da noch zu sehen, die ich auch prompt übersprungen habe und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Deswegen mache ich hier kurz einen Schnitt und wir sehen uns dann in Niakera. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, was ich hier mache. Also, bis gleich. Ja, hi. Willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, ich bin den Weg hier hingelatscht, das Git ist wieder aufgeploppt, was mir offscreen schon mal aufgeploppt ist. Und ja, hier ist die Szene, die ich euch zeigen wollte, aber erstmal zeige ich euch natürlich das Git. Viel Spaß. If you leave an egg in an empty box and said egg gets crushed, the cause must lie within the egg itself. How's egg principle? It sounds obvious, but at the same time, not so much. 500 years ago, Professor Howe used that principle to deduce how spirit channeling works. Although, people still channeled beforehand, right? They just didn't know what they were doing. Yeah.
Since spirits have no apparent physical form, people weren't aware they existed at all. But Professor Howe surmised that something had to be converting the mana from our mana lobes into arts. Ich weiß immer noch nicht, was mana lobes sind. Yep, his hypothesis was proven with the discovery of spirits that had taken physical forms. And because he figured out what was inside the egg, the age of spirit arts was born. Exactly. Although there's still a lot we don't understand about spirits. Like Maxwell being a busty 20-year-old. Bet even Professor Howe didn't see that coming. Geil. egal. So, hier kommt die Cutscene. Mein Gott. What are you doing? Can't you tell? I was giving this chicken advice about its problems. You were what? Ivor can speak with monsters and animals. Lady Mila entrusted me. Oh, so wie Arietta aus Tales of the Abyss. Protecting all who live in this village, and be it man or chicken, that's exactly what I'll do. I see. Another chicken stole your territory and now you're too stressed to lay eggs? I know exactly how you feel. He's ein gestresstes Huhn, was? It's some kind of fancy spirit art. I think they call it beastcraft or something. Lots of people in Azul can command monsters, but even here, conversing with them is a rare skill. Huh. It's not merely conversing, mind you. With this power, I can control monsters and animals like the back of my hand. Wow, that's really impressive. Damn it! Why aren't you more jealous? Come to think of it, Ivor, you were the one who asked Alvin to accompany us. I wanted to thank you for that. I did? I asked Alvin to do what now? Hmm? Okay. Hey, handmaid. I think this chicken's about to lay an egg. Curses! Lady Mila. I'm afraid I must hurry to intervene before the chicken turf war escalates further. Rest assured, no disturbance to the peace of Nia Kara will be tolerated so long as Ivor is here. Okay. He certainly takes his work seriously. Guess so. Wish I could say the same about myself. So, und das sind wieder so Sachen, weswegen ich ihm nicht traue. Mein Gott. Er hat zwar einen geilen Charakter, aber ich traue ihm nicht. So, ich habe mich auch in Milas Schrein umgesehen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber... Ja. Und hier in diesem Dorf habe ich mich noch umgeguckt und ich habe tatsächlich noch eine Quest, eine Cutscene, was auch immer, gefunden. Und zwar bei diesen Schweinen. Grunz, Grunz, Grunz. Oh! Sind die nicht niedlich? Schweinin, was? Schweininchen, die sind richtig lecker. Ihr esst sie? Ja, wenn Elise was dagegen hat, dann essen wir sie natürlich nicht. Natürlich, ihre Ohren sind das Beste an ihnen. Man entfernt einfach die Haare, kocht die Ohren kurz im Wasser, schneidet sie in dünne Scheiben und serviert mit einer süßeren Soße. Das klingt schon irgendwie lecker. Aber das ist vielleicht eher was für Kenner. Klingt gut. Probier's doch mal. Was? Probier's doch mal. Ich bin mir sicher, dass sie auf 1 bis 4 Ohren verzichten können. Grunz, Grunz. Warum steht da rosa Tier? Moment mal, eins davon ist ein Schweininchen. Was? Aber das andere ist ein Kaschwein. Was? Kaschweinchen? Es ist ein Kaninchen-ähnliches Schwein, das aussieht wie ein Schweininchen. Was? Für mich sehen die beiden haargenau gleich aus. Grunz, Grunz. Sie sehen vielleicht gleich aus, aber biologisch gesehen ist es eine völlig andere Gattung. Schweinchen sind Kaninchen, die wie Schweine aussehen. Kaschweinchen sind Schweine, die wie Kaninchen aussehen. Was? Sie scheinen etwas anderes. Sie scheinen etwas andere Farbe zu haben. Ja, das ist ein Schweinchenrosa, das andere ist Häschenrosa. Was? Gut beobachtet, Liese. Genau das ist es. Stimmt das wirklich? Ich sehe immer noch keinen Unterschied. Ich auch nicht. Es gibt mehrere unterschiedliche Merkmale. Man sieht sie, wenn man ihre Biologie studiert hat. Professor Doktor, weißt du? Faszinierend. Wen interessiert das schon? Solange die beiden gut schmecken, oder? Es sollte dich interessieren. Kaschweinchenohren sind hochgiftig. Ernsthaft?
Jedes Jahr sterben Menschen an Kaschweinchen und weil sie dachten, es wären Schweininchen und. Wie schrecklich. Ich hatte gar keine Ahnung. Ab jetzt gibt es wohl keine Schweininchenohren mehr für mich. Aber kein Schweinchenohren. Okay. Was hat uns das gebracht? Ich weiß es nicht. So. Hallo. Haben schwarze Feder. Cool. So. Dann gehen wir jetzt zum Hafen zurück. Da muss ich wohl wieder den ganzen Weg zu Fuß laufen, ne? Na gut. Dann mal los. Ja, so, super, ne? Ich bin den ganzen Weg von Dorf Hammel durch die Kijara-Fälle bis hin zum verdammten Dorf von Mila gelatscht. Hab dann aber noch gemerkt, warte mal, ich habe eine Karte. Vielleicht kann ich mich ja porten. Und sehe da, ich konnte mich tatsächlich porten. Ja. Meine Stimmung, ne? Könnt ihr euch denken, was war hier? Also, Bam, eingehalten. Yes! Beutejäger, geil. So, egal. Der Typ hier will die Porange haben, die wir in Hammel gefunden haben, in Elises Häuschen, sag ich jetzt mal. Deswegen geben wir ihn die erstmal. Genau so eine meinte ich. Und sie ist auch noch reif. Ich kaufe sie euch ab, wie versprochen. So, jetzt kriegen wir wieder irgendwas Komisches bestimmt, ne? Schieberschnauze. Was ist ein Schieber? Ach, hallo? So ein Hund oder was? Allein damit sieht es schon ganz wie ein Hund aus. Du kannst aber nicht wie ein Hund sprechen. Ja, was soll denn der Mist? Na gut. Nebenereignisanfänger, cool. So, dann möchte ich mal gucken. Nämlich. Nein. Okay. Okay, wir müssen da rein. So, aber die Story in diesem Part hier noch fortzuführen wäre ein bisschen blöd. Deswegen gehe ich mal zum Shop. Und ich habe mir vorgenommen, den Shop offscreen hochzuleveln. Wie man sieht, ich habe hier bis auf einen Punkt alles hochgelevelt, damit ihr auch sehen könnt, was ich bekomme. Und naja, so mache ich das von jetzt an einfach. Ich werde mal nur so kurz vorm Level alles aufballern. Und dann im Part den Shop aufballern, damit wir sehen können, was wir dafür bekommen. Okay, die sind nur billiger geworden. Verdammt! Weil das in die Parts reinzupacken, das ist ein bisschen blöd. Das konsumiert auch einfach zu viel Zeit. Ich meine, ich muss ja schon Zeit fürs Kaufen und sowas alles investieren, das ist auch blöd. Deswegen mache ich das einfach offscreen. Ne. Aber kaufen tue ich natürlich immer noch hier on screen. So, Amarita klein. Okay. So, und ich würde sagen, das war es dann auch von meiner Seite. Ich werde wahrscheinlich jetzt offscreen nochmal hier den Shop hochleveln. Also nicht hochleveln, aber bis kurz vorm Level Up hochleveln. Und ja. Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt hier noch machen sollte. Ich weiß ja nicht, ob da direkt eine Szene kommt, wenn wir da hingehen oder nicht. Deswegen beende ich einfach hier meinen Part. Auch wenn er, glaube ich, ein bisschen kürzer ist. Aber, naja. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.